So, wieder zurück bei eurem Robobox 28. Und wir gehen jetzt weiter. Die zweite Saison ist die schwerste. Mann, ich hab nie an dir gezweifelt. Jo. Champion der zweiten Saison. Darauf kannst du richtig stolz sein. Das bin ich auch. From a seed of an idea to the fastest growing sport today, World Series Racing has defied initial skepticism to take the motorsports world by storm in just 2 years. Toby, what's the secret behind the success? Secret, Kevin, is that it's so unique. You've got different drivers. Also ich trinke mal etwas in der Zeit, wo die hier labern. The motorsports fans are now transatlantic, the USA and Europe. The world of motorsport is now encapsulated by this. For me, I can see it only getting bigger and only gaining momentum. It's gaining momentum. And speaking of that, the rumor mill is in overdrive right now. Will we see the WSR? So, jetzt geht's nach Asien. No, it's a huge market. If they crack it, there could be no stopping this promotion. So, jetzt geht's nach Asien. Fans haben wir auf YouTube. Es scheint, als ob diese Saison unsere bisher beste wird. Saison 3. Wir haben die Chance, mit der WSR die Fans in Asien und im Nahen Osten zu erobern. Jo. Die ersten beiden Rennserien finden in Japan und den Emiraten statt. Triff deine Wahl. Los geht's. Mit welchem Auto möchtest du antreten? Lass es mich wissen. Den Nissan. Eine gute Entscheidung. Das Auto ist sofort für dich bereit. Jo. Mir drauf hoffen. Schauen wir bei welchem, dass wir die meisten Fans kriegen würden, wenn wir den als Sponsor hätten. Nehmen wir den Hans als Sponsor. So, und jetzt sind wir fertig. Wenn wir die WSR zu einem weltweiten Erfolg machen möchten, müssen wir den asiatischen Markt erobern. Wenn uns das gelingt, wird dies die bisher größte WSR-Saison. Aber wir haben immer noch dieselbe Garage. Aber wir haben dafür einen neuen Erfolg. Achtung, Asien, wir kommen! Das ist wieder nur eine erste Einladung. Du musst zeigen, dass du in ihrer Disziplin mithalten kannst, damit du erneut eingeladen wirst. Ja. Toge wird im Modus Best of Three gefahren. In jeder Runde gelten unterschiedliche Startbedingungen. Um eine Runde zu gewinnen, musst du entweder 5 Sekunden vor dem anderen Fahrer liegen oder als erster über die Linie fahren. Okay. Vermeide Kollisionen. Bei mehr als einer leichten Berührung verlierst du die Runde. Das wird schwierig, so wie ich fahre. Auf dieser Strecke in Hongkong musst du dein ganzes Können aufbieten. Hol dir den Sieg. Du musst alle möglichen Tricks einsetzen, um deinen Gegner zu überrumpeln. Aber denk dran, jede Berührung führt zur Disqualifikation.
ziehst schon davon. Push weiter. Warte mal. What the fuck? Habe dort 2 Sekunden Vorsprung auf den anderen. Bau die Lücke weiter aus. Du wirst eingeholt. Bau den Vorsprung wieder aus. Scheiße, wie dich aufgeholt. Gewonnen. Klasse. Du lässt die vermeintlich schwierigste Disziplin wie einen Spaziergang aussehen. So machst du auf dich aufmerksam. Beim Toge musst du nicht nur deinen Gegner, sondern auch die Strecke besiegen. Okay. Ich habe zwar immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert, aber... Das heißt, ich muss 2-mal gegen den fahren. Gewonnen. So. Aus der hinteren Startposition heraus zu gewinnen, ist eine tolle Leistung. Gut gemacht. Jo, das ist geil. Ah, wir haben wieder etwas gekriegt, glaub. So, der Fast-Tour. Du hast deinen Gegner in einem Turk-Event ausgeschaltet. Ich habe hier 2 Autos, zwischen denen du wählen kannst. Du brauchst eins für die kommenden Events. An sich sind beide Wagen gleich gut. Nehmen wir den Mercedes. Ja, ich bin mir sicher, okay, dass ich den will. Wir fassen hier in Asien langsam Fuß. Du kannst entweder weiter gegen die Kowloon Dragons fahren oder die Einladung von Dubai VIP annehmen, dem exklusivsten Racing Club in den Emiraten.
So, wie viele Fans hat er gesagt? Du brauchst noch... So, und wir sehen uns in der nächsten Folge von Grit 2.